Eine schnelle Verbindung zwischen Magdeburg und Schwerin, das wollen nicht nur Unternehmer und Verwaltung in der Westprignitz. Auch in der Altmark wünscht man sich eine schnelle Fertigstellung der A14. Beim Wirtschaftsdialog Altmark und Westprignitz am 17. August in der Außenstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg in Wittenberge wurde diese Forderung erneut unterstrichen. Verbindendes Element der bundeslandübergreifenden Zusammenarbeit, eine bessere Erschließung des ländlichen Raumes. Weil wir ein gemeinsames Problem haben und eine gemeinsame Aufgabe, weil die A14 ist sowohl für Sachsen-Anhalt wichtig als für uns auch hier in der Prignitz. Und das war so ein Aufhänger und wir haben mit Herrn Schulz und Herrn Benecke zwei Unternehmer, jeweils aus Sachsen-Anhalt und aus der Prignitz, die wirklich da die Vorreiter waren, so die Vorarbeit gemacht haben. Und dann ist daraus mehr geworden und wie gesagt, von der Warte eine tolle Geschichte, weil von unten heraus. Die bessere Erschließung des ländlichen Raumes ist auch klares Ziel des regionalen Wachstumskernes Prignitz mit den Kommunen Wittenberge, Perleberg und der Gemeinde Karstädt sowie der Wirtschaftsinitiative Westprignitz. Den RWK Prignitz vertrat beim Wirtschaftsdialog unter anderem Dr. Oliver Herrmann, Bürgermeister von Wittenberge. Zur Standortentwicklungskonzeption des regionalen Wachstumskerns gehört auch die Aufwertung und der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Oberste Priorität hat hierbei der Bau der A14. Erstens haben wir es unseren Unternehmern versprochen, die hier angesiedelt haben. Dann müssen wir wirklich Chancengleichheit kriegen. Und das ist ganz wichtig, weil Logistik ist heute wirklich ein entscheidender Faktor für Wirtschaft, für einen Wirtschaftsstandort, für die, die hier sind und die, die neu kommen wollen. Und Betriebe wie Austrotherm, Minimax, die erwarten es letztendlich von uns, weil versprochen wurde es durch die Politik schon ewig. Und jetzt müssen wir als Unternehmerschaft dazu ein bisschen Druck nachschieben, dass wir sagen, also wir brauchen es wirklich unbedingt, weil es doch unsere Existenz auch mitbedeutet. Dieses Ziel verfolgt man auch im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt, wie Michael Ziche, Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, beim Wirtschaftsdialog berichtete. Auch abseits der A14 spreche zudem viel für die Zusammenarbeit. Na, die Gemeinsamkeit ist ja der ländliche Raum. Nicht das allermeiste, was wir im Osten Deutschlands haben, ist ländlicher Raum. Da wohnen aber trotzdem die Großzahl der Menschen. Das ist in Wittenberge genauso wie in Salzwedel oder Stendal. Und andersrum haben wir natürlich eine gemeinsame Landesgrenze. Und was fehlt, ist die verbindende Infrastruktur, die A14. Und deshalb wollen wir also zusammenarbeiten, dass diese Verbindung sehr schnell entsteht, damit die Menschen in diesem ländlichen Raum, aber auch die Wirtschaft in diesem großen ländlichen Raum etwas davon haben. Doch nicht nur die A14 stand beim gemeinsamen Wirtschaftsdialog im Mittelpunkt. Auch die Elbe als Wasserstraße und Wirtschaftsfaktor wurde erneut diskutiert. Nicht zuletzt für Wittenberge und den Elbeport als trimodalen Umschlagplatz ist die derzeit nicht gewährleistete ganzjährige Schiffbarkeit nach wie vor ein Thema, wie Detlef Benecke, Unternehmer aus Wittenberge und Geschäftsführer des Elbeports, berichtete. Mögliche Wege hin zu einer ganzjährigen Schiffbarkeit zeigte Hubert Finke, Leiter des Außenbezirks des Wasser- und Schifffahrtsamtes Magdeburg, in seinem Vortrag. Größtes Problem sind demnach einzelne Bereiche des Flusses, die nur unzureichend oder gar nicht mit Buhnen ausgestattet sind und deshalb über die Zeit versanden und Schiffen bei Niedrigwasser keine ausreichende Fahrrinnentiefe bieten. Hier könnten überschaubare Investitionen in die Nachrüstung zukünftig wieder eine bessere Nutzung der Elbe gewährleisten. Davon würde auch der Elbeport, den die Teilnehmer zum Ende des Wirtschaftsdialoges besuchten, profitieren.